Einfach mal liegen lassen. Probleme einfach mal liegen lassen und aussitzen. Das funktioniert. Ja, wir beide haben ein sehr turbulentes Wochenende hinter uns und heute wollen wir mal über eine Strategie sprechen, die sich wirklich auszahlt und die auch von sehr prominenter Seite betrieben wird, nämlich von der hohen Politik. Und das ist ganz einfach das Aussitzen. Ja, aussitzen. Einfach mal liegen lassen. Probleme einfach mal liegen lassen und aussitzen. Das funktioniert. Wir hätten das beide selber gar nicht gedacht, ja? Und zwar, kurzer Hintergrund. Wir arbeiten ja momentan an einer ganz großen, gigantösen Sache. Da kommen wir ja demnächst mit raus. Und da gibt es immer wieder mal Probleme. Also es geht um EDV. So, und es hat sich einfach gezeigt, dass viel Rumfummeln viel kaputt macht. Das heißt, wenn man sich Zeit lässt und einfach Dinge auch mal liegen lässt für einen Tag, für ein paar Stunden und guckt nochmal drauf, dann stellt man auf einmal fest, dass das A gar nicht so problematisch ist und B, das ist uns beiden hier passiert, die Sache hat sich aufgelöst. Ja, weil sich zum Beispiel eine Datenbank selbst optimiert hat. Ja, man glaubt es kaum. Ja, war elend langsam das Ding. Wir haben ständig Prozesse gestoppt, wir waren hier schweißgebadet, wir haben am offenen Herzen operiert. Ja, und dann sind wir beide ins Bett gegangen, nächsten Morgen, schupp, lief alles. Man glaubt es kaum. Und da muss ich dir mal eine Geschichte erzählen, das habe ich vor zig Jahren erlebt. Also wir sprechen jetzt noch so von den Ende der 90er Jahren. Da haben wir nämlich das Webhosting selber gemacht. Das heißt, unsere Webseite war selber gehostet auf eigenem Rechner im Büro, in so einem Schrank. Das war ein Server. Server hört sich jetzt sehr hochgestochen an, war ein 486er PC. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme morgens ins Büro und die Seite läuft nicht. Ja, was macht man? Man fährt den Rechner runter und fährt ihn wieder rauf. Und dann ging gar nichts mehr. Aber niente. Eine Fehlermeldung nach der anderen rasselte über den Schirm. Weil das war ein Unix-System oder Linux-System, so rum, ein Linux-System. Und ja, von Linux hatte ich natürlich überhaupt keine Ahnung. Es war Feiertag auch noch an dem Tag. Es war nämlich Fronleichnam. So, und das ganze Ding hing. Ich habe dann versucht, so ein bisschen rauszufinden, woran das liegen kann. Bin dann auf die glorreiche Idee gekommen, da könnte die Netzwerkkarte von diesem Rechner kaputt sein. Habe die dann ausgetauscht, habe dann in meinem, ich sag mal, nicht vorhandenen Linux-Unix-Wissen die Karte neu angepasst. Ich habe das sogar hinbekommen, mit dem Ende vom Lied, dass ich mir das eigentlich alles hätte sparen können. Was war passiert? An dem Tag, nämlich damals Fronleichnam, ich glaube 1998 oder so war das gewesen, war in Köln der G8-Gipfel. Ja, der G8-Gipfel. Und zu diesem G8-Gipfel hatten böse Menschen Glasfaserstrecken durchgebitscht. Ja. Und dann ging die Verbindung zu unserem Provider nicht. Ja. So, und jetzt kommt das Gemeine bei Linux, Unix. Wenn man keine Verbindung zu einem entsprechenden Online-System bekam, dann stieg das System mit tausenden von Fehlermeldungen aus. Also, Fehler Nummer 1, den ich gemacht hatte, ich habe morgens den Rechner runter und wieder raufgefahren. Das war so ähnlich, wie man das von Jurassic Park kennt. Ja, dann ging gar nichts mehr. Besser wäre gewesen, ich hätte gar nichts gemacht. Ich hätte einfach gewartet und das Thema hätte sich von selbst geregelt. So habe ich dann wirklich 10 Stunden den blanken Horror erlebt. Also das war der Horror, ja. Da ist man kurz vom Suizid, da springt man kurz aus dem Fenster, ja, nach dem Motto, also es geht hier nicht mehr weiter. Und abends lief dann alles wieder, man hätte eigentlich gar nichts machen müssen, da war alles wieder da. Also von daher, eine gute Strategie bei Problemen ist einfach mal ruhen lassen, die Sichtweise wechseln, also das Ganze mal von der anderen Sichtweise sich angucken, besonnen bleiben und Dinge einfach mal auszusitzen, weil sie sich von selber regeln. Ja, und so sind wir dann irgendwann auch Tage danach verfahren, als wir gemerkt haben, ja, irgendwie regelt sich das alles von selbst und wenn das Ding jetzt nochmal aushält, dann rotiert der mal 2 Minuten und dann ist die Seite auf einmal wieder da. Also wir sind da völlig tiefenentspannt. Und mit dieser Tiefenentspannung gehen wir zwar jetzt ins Wochenende, wird uns beide mal interessieren, wie gehen Sie mit solchen Krisensituationen um? Herrscht da die blanke Panik, wie so ein HB-Männchen durchs Büro springen oder sind Sie da mittlerweile auch ziemlich gechillt? In diesem Sinne, der Kollege und ich wünschen ein schönes Wochenende und bis die Tage. Ciao, tschüss.
cooking, pickin' moon. I really get to clickin', but I'm looking for.